Ja, willkommen zurück bei The Legend of Zelda: A Link to the Past. In der letzten Folge haben wir ja hier den Todesberg bestiegen und sind jetzt in Heras Turm. Ja, und den wollen wir jetzt erforschen. Also gucken wir es uns an. Gehen wir mal in den Keller. Skelette. Hier ist der Schlüssel. So, gut, das hätten wir. Ah, müssen wir gleich nochmal runter und wieder aufmachen. Stellen wir erst was anderes ein hier, vielleicht irgendwas, was wir gebrauchen können. Bumerang. Mal, was hier ist. Die haben einen ganz schönen Rückstoß, die Viecher. Bomben sind wir schon voll. Gut, das Ding ist runtergefallen. Die Tür ist auf. Ha. Was? Verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier haben wir was umgeschalten. So. Also müssen wir jetzt hoch zu Link, ich bin es, der Dorfälteste Sahasrala. Ein guter Rat von mir. Schaust du in den Verliesen, in den Zauberspiegel, kannst du zum Eingang zurückkehren. Okay. Ich mich also mal verlaufen habe. Du hast die Karte. Sehr gut. Erste und zweite Etage. Es gibt 6 Etagen. Na da. Lass mal auspixen. Da ist eine Tür, da kann man unseren Schlüssel anwenden, also runter. Schon wieder solche. Wie kommen denn da noch? Mann. So. Ja, und bleibt das so. Mal sehen, was in den Töpfen ist. Nix in den Töpfen. Schade. Na. So. Hm.
ist. Lass mal hier weitergehen. So. Hier scheinen wir die Dinger anzünden zu müssen. Dann die Lampe. Und auf geht's. Eins, zwei, drei, nee, drei, vier. Ah, jetzt haben wir einen großen Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel vorher versagten. Und jetzt müssen wir offensichtlich wieder zurück. Na, komm noch mal her. So. Ah, jetzt müssen wir wieder umschalten. Hätten wir umschalten müssen. Oh je, geht das wieder los. Mist. Hätte ich es doch gleich umgeschalten. Ja, diesmal sieht es aber besser aus. Vielleicht habe ich mich jetzt ohne Schaden hier. So. Ich brauche ein paar Herzeln. Kann doch nicht so schwer sein. So, jetzt müssen wir wieder hier hochgehen. Wir wissen ja, wo es ist, ne? Die hat man schon entfernt. Hier waren auch keine Herzen drin. Nur eine Bombe. Okay, jetzt kommen wir hier durch die Tür. Sehen. Wieder so die Viecher. Ja. Und der Herzteil. Hey. Darf sich da nicht in so ein Loch manövrieren lassen, sonst müssen wir von unten wieder hochkrabbeln. So. Das müssen wir sicherlich umstellen. So, und jetzt hoch. Würmchen. Ja. Warum ist das bei denen auch so gelingt? Ja. Da kommt noch ein Herzteil. Nee, keine Herzteile. Das ist so schade. Drüben habe ich gerade einen Wurm gesehen.
alles nur Geld. Was heißt nur Geld? Geld ist ja auch nicht schlecht. Ne? Ah, ein Herz. Jetzt noch eins fänden, wäre es nicht schlecht. Ein Bömmchen. Ah, wir haben unseren Kompass. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Link, ich bin's, der Dorfälteste Sahasrara. Guter Rat von mir, ein wertvoller Edelstein, Mondperle genannt, befindet sich in diesem Turm. Mit der Mondperle kannst du auch in der Schattenwelt deine Gestalt bewahren. Du musst sie finden und den Turm wieder verlassen, vergiss das nicht. Ja, dass ich hier raus muss, das habe ich mir schon gedacht. Aha. Und jetzt? Ich müsste... Vielleicht muss ich mich fallen lassen auf das Ding von oben. Ja, ich glaube, so war das. Ich muss erstmal die Viecher versuchen. Ne, die sind auch resistent. Ha, aber nicht gegen Doppelwurf. Ich wollte mal gucken, ob ich das Vieh hier nach draußen entlassen kann. Dann stürzt mich nämlich nicht mehr. Also zumindest nicht, wenn ich dann da runterfallen sollte. Ja. Oh. Ach, der Vorhang, der hilft immer nicht gegen die Viecher. Aber ich glaube, ich weiß. Komm mal hier runter. Genau. So. So. Sind die erstmal durch? Ha, ich bin wieder voll aufgeladen. So, guck mal, ob man in die Kiste kommt, wenn wir hier reinspringen. Die Mondperle, die Gestalt des Helden, ist damit gefeit gegen magische Verwandlung. Ha. Wunderbar, wir haben die Mondperle. Jetzt müssen wir nur noch... Energie ist voll aufgeladen. Ah, 5 Pfeile. Na, warum nicht? So, hier hat man ja alle weg, ne? Okay, gehen wir weiter rauf. Dieses Zeichen bedeutet, glaube ich, nichts Gutes. Der Endgegner. Den kann man, glaube ich, nur am Schwanz erwischen. Und das Blöde war, der schubst einen manchmal hier von der Kante und dann muss man von vorne anfangen. Ja. Ja,
Da war nämlich das Loch hier hineinfallen. Nee. Gucken, in welche Richtung man da mal läuft. Da kann, glaube ich, nur mit dem Schwert erledigt werden. Gut, holen wir uns ein neues Herz und dann geht's wieder von vorne los. Ja, einmal. Hier kann ich, glaube ich, nicht runtergeschubst werden, wenn ich hier stehe. Zweimal. Dreimal. Warten, bis er wieder herkommt. Da kann er. Viermal. Jetzt wird er nämlich schneller. Fünfmal. Na komm. Ja. Ja, Herzcontainer. Und das Amulett. Du hast das Amulett der Weisheiterung geschafft. Du hast alle drei Amulette. Geh jetzt und such das Masterschwert in den verlorenen Wäldern. Jawohl. Tja. Und damit würde ich sagen, haben wir es für heute gut erledigt. Wir haben den Heras-Turm bezwungen und jetzt bei der nächsten Folge versuchen wir dann ans Masterschwert zu gelangen. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronir. Tschüssi.